Was ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben in Deutschland 17 Rentenarten. Eine davon ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Sie ist eine besondere Form des Nachteilsausgleichs für Menschen mit einer Behinderung. Beantragen kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wer das 65. Lebensjahr vollendet hat und wer zu Beginn der Altersrente als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist und 35 Jahre Wartezeit nachweisen kann. Die Schwerbehinderung bedeutet, dass man einen Grad der Behinderung von 50 haben muss. Diesen kann man nachweisen mit einem Ausweis oder mit einer Chipkarte oder mit einem entsprechenden Bescheid. Manchmal kommen diese Bescheide auch rückwirkend. Dies ist aber kein Problem. Diese Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann man auch vorzeitig in Anspruch nehmen mit dem 62. Lebensjahr. Dann bekommt man in aller Regel 10,8% Abschlag. Es gibt noch besondere Vertrauensschutzregelungen für diese Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die finden wir in den Paragraphen 236 SGB VI. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.